Das ist auch diese, was für uns sehr stark macht in der Offensive. Das Fußballjahr 2023 erwacht aus dem Winterschlaf und die Bundesliga ist endlich wieder zurück. Und deswegen natürlich auch ein herzliches Hallo hier von Im Herzen von Europa, präsentiert wie gewohnt von Indeed. Zwischen dem letzten Bundesligaspiel, Mainz 05, ein 1:1, und dem am Samstag, Schalke 04, liegen ganze 69 Tage. Und deshalb wollen wir euch erst nochmal die Tabelle zeigen. Wie sieht es denn überhaupt aus in der Bundesliga? Ja, ganz oben natürlich der FC Bayern München mit 34 Punkten. Dahinter dann ein enges Feld. SC Freiburg, das ist unser übernächster Gegner, deswegen haben wir sie auch markiert. 30 Punkte auf Platz 2, Leipzig mit 28. Und dann kommt schon unsere Eintracht mit 27 Zählern aus 15 Spielen. Also eine richtig gute Quote dahinter. Ja, ein enges Feld. Union Berlin, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, alle noch in Schlagdistanz. Aber unsere Eintracht hat überwintert auf einem Champions-League-Platz. Und der Gegner am Samstag, der ist ganz, ganz unten. Für die sieht's übel aus. Schalke 04, nur 9 Zähler und es sind 5 Punkte bis zum rettenden Ufer. Also die müssen unbedingt punkten. Über unsere Ausgangslage hat mein Kollege Marc Hinnelang mit unserem Kapitän Sebastian Rode gesprochen und natürlich auch über die kommende Woche. Was haben wir denn vor im nächsten halben Jahr? Unglaublich viel. Ja, es geht gleich wieder gut los mit einer englischen Woche, Schalke, Freiburg, Bayern. Ja, quasi immer ein Step höher. Und ja, dann hervorragende Spiele, Pokal, Derby gegen Darmstadt, Champions League, Neapel. Und wir stehen momentan in der Bundesliga sehr gut da. Und in Cup-Wettbewerben sind auch noch alle Chancen da. Insgesamt haben Sie natürlich die Gegner, die wissen, was wir machen, die haben Sie auf uns eingestellt. Markus Krösche hat gesagt, wir müssen bereit sein, die Grenzen zu verschieben. Wie macht man das? Das haben wir schon das ein oder andere Mal jetzt auch in der Hinrunde hinbekommen. Gerade als wir dann so viele Spiele hatten, das Maximale alle 3 Tage aus einem rauszuholen, zu laufen, zu machen und dabei dann auch noch attraktiven Fußball zu spielen. Von daher haben wir die Grenze oder unser Limit, schon die Messlatte schon sehr, sehr hoch gesetzt und daran müssen wir uns messen lassen und da wollen wir einfach wieder anknüpfen und dann müssen wir gar nicht viel mehr verändern. Du hast gerade diese erste Woche benannt, vielleicht viele haben das vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, wie Chance, Risiko, wie gefährlich ist diese erste Woche? Weil es kommt erstmal Schalke, Kellerkind und dann hast du, wie gesagt, auswärts 2 richtige Brocken. Richtig schwer, gerade gegen Schalke auch, ein neuer Trainer, der jetzt eine lange Vorbereitung auch mit der Mannschaft hatte. Nach einer so langen Winterpause weißt du eh nicht ganz, wo du stehst. Kannst du die Freundschaftsspiele im Vorfeld so gut spielen, wie du willst. Pflichtspiel ist wieder was anderes. Und jeder erwartet quasi einen Sieg von uns, gerade zu Hause. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich da sehr, sehr selbstbewusst und überzeugt davon, wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir den Sieg dann auch holen. Und ja klar, dann Freiburg, Top-Mannschaft, Top-Hinrunde gespielt. Und Bayern brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist Nonplusultra in Deutschland. Freuen wir uns drauf. Seppel, vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr gern. Unser Captain Sebastian Rode spricht von einer schwierigen ersten Woche. Wir blicken mal auf die ersten beiden Gegner, Schalke 04 und den SC Freiburg dann auswärts am Mittwoch. Was haben die denn für ein Programm im Januar abgespult? Das schauen wir uns jetzt mal an. Also Schalke Vorbereitung mit dem neuen Trainer Thomas Reis. Die waren auch im Trainingslager in der Türkei in Belek, 10 Tage. Und dort wurde zweimal getestet, nämlich diese beiden. Einmal gab es ein 2:2 gegen Zürich. Da haben sie kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert, Torschützen Kosuki und Terodde und dann eine 0-1-Niederlage gegen den Zweitligisten Nürnberg. Und hier in Deutschland hat man dann nochmal getestet, aber das auch verloren mit 0-1 gegen Werder Bremen. Also kein Sieg in der Vorbereitung. Deshalb dürfte Schalke nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Blicken wir weiter voraus Richtung Mittwoch. Da wartet dann der Tabellenzweite, der SC Freiburg, auf uns mit Trainer Christian Streich. Und die haben auch ein Trainingslager abgehalten, so wie fast jeder Bundesligist, in Südspanien, in Soto Grande, 10 Tage vom 4. bis zum 14. Januar. Dort gab es 2 Testspiele und die liefen erfolgreicher als zumindest bei Schalke. 3:2 Sieg gegen den Tabellenfünften der Schweiz, gegen den FC Basel und gegen den Tabellenzweiten der zweiten Bundesliga, den Hamburger SV. Da gab es einen klaren 6:2 Sieg. Also die Freiburger, die scheinen auf jeden Fall eine gute Frühform zu haben.
Das war's soweit zu unseren Gegnern. Im Analyseteil möchten wir jetzt über uns sprechen, über Eintracht Frankfurt. Das machen wir mit unserem Experten, mit Erwin. Grüß dich, Erwin. Hallo, Lars. Erwin, wenn du eine Schulnote für die ersten 15 Bundesligaspiele, aber auch Pokal und Champions League vergeben müsstest, unsere Eintracht, was wäre das für eine? Note 2. Das ist gut, ne? Ist sehr, sehr gut. Note 1, wenn wir uns auf der ersten Tabellenplatz jetzt gestanden wären, aber wie gesagt, die Innenrunde ist sehr, sehr gut gelaufen. Die komplette 22 ist sehr, sehr gut für uns gelaufen, sehr erfolgreich mit allem. Und ich hoffe, dass wir uns auch 23 genau da weitermachen, wo wir uns aufgehört haben in 22. Wir schauen uns mal ein paar Statistiken der Adlerträger an und blicken erstmal auf die Offensive. Links haben wir zwei, die da natürlich einen großen Anteil daran haben, Kamada und Kolo Muani. Tore, die zweitmeisten Tore, die beste Chancenverwertung, ja, verschiedene Torschützen, Rang 3, viele Kontertore. Was macht die Eintracht-Offensive so stark? Ja, das sind, wenn man auch die Statistik hier sieht, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns, ich fange an jetzt, verschiedene Torschützen. Das heißt, wir sind sehr variabel. Wir sind sehr variabel in unserer Offensive, mit unseren allen Leuten, die einfach sehr gute Mischung haben, eine von Robustheit, von Schnelligkeit, von einer Intelligenz mit Mario Götze, mit Kamada, der sehr, sehr effektiv dieses Jahr ist, mit Kolo Muani, mit den Stürmer, wie es uns seit langem nicht hatten, mit seinem Kraftpaket, mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Tempoläufen und dann natürlich auch mit Lindström, dass er auch dann über außen dann sehr gut und über die Mitte auch kommen kann, Überzahl schaffen kann. Und das ist auch diese, was für uns sehr stark macht in der Offensive. Natürlich, wir sind eine Mannschaft, die sehr, sehr gut umschaltet nach Ballgewinn. Man sieht auch, dass wir uns sehr, sehr in Platz 1 sind, wir uns sehr schnell umschalten. Natürlich nutzen wir unsere Kontermöglichkeiten, die Räume, was der Gegner uns gibt. Und klar, wir sind nicht eine Mannschaft, das jetzt ständig auf Ballbesitz spielt, dass wir ständig auf jetzt Ball halten, sondern wir gewinnen den Ball, wir versuchen sofort den Vertikalpass sofort in der Tiefe zu spielen und das macht uns so sehr gefährlich. Das spreche ich gerade mal an, Vertikalpass. Wenn die Eintracht eine Sache hat, wo sie nicht ganz so weit vorne ist, ist die Passquote mit 78%. Aber das ist schon fast in Anführungszeichen so ein bisschen gewollt, ne? Ja, weil natürlich, wenn man risikoreich spielt, wenn man auch sofort den ersten Ball nach vorne versucht zu spielen, dann natürlich passieren auch viele Fehler, ne? Weil es ist ein Risikopass. Wir gehen deswegen, habe ich auch vorhin gesagt, wir gehen nicht auf Ball halten, so wie auch andere Mannschaften, das einfach erstmal lassen den Gegner erstmal kommen und wir wollen auch erst, lass mal in der tiefstehende Gegner gut ausspielen, sondern wir versuchen sofort den schnellen Blick nach vorne, natürlich, weil entsprechend wir auch die Spieler dafür haben. Wir haben da sehr gute, schnelle Spieler, die auch den Ball festmachen können, die auch gut in die Räume laufen und natürlich auch torgefährlich sind. Also halten wir fest, die Eintracht-Offensive gehört zu der absoluten Spitze der Bundesliga. Jetzt schauen wir auf die Defensive, wie die Eintracht sich dort verhält. 24 Gegentore, das ist Rang 9, das ist okay, aber das hat Oliver Glasner auch am Anfang gesagt, die Werte passen eigentlich. Ne? 163 zugelassene Schüsse, das ist Rang 4, das ist gut, 0 Kontertore, aber da haben wir dieses Standardproblem, was wir auch schon mal besprochen haben. Wie sehr ärgert das einen Trainer? Absolut wichtig, weil die Standards heute, ich habe irgendwo gelesen, 33% der Tore fallen. Ja, das ist durch Standards und deswegen, es ist einfach nur Konzentration, weil in Standards normalerweise, in einem Ball, den ruhenden Ball, sagt man, es ist einfach zu verteidigen. Wenn der Ball rollt, wenn man die Abstände nicht stimmen, wenn die Räume da sind, dann ist es schwer zu verteidigen. Aber das ist nur Konzentrationfrage. Wenn ein oder andere dann praktisch mit dem Mann nicht läuft, dann passieren auch die Standardstore. Aber was ich noch sehr interessant für mich ist, auch hier natürlich mit unserem Torwart, weil wir sagen jetzt hier viele Schüsse und dann wir haben viele Tore nicht bekommen, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass der Kevin Trapp überragend gehalten hat in sehr viele Situationen und was es für mich sehr, sehr wichtig ist, wenn wir einen Ball verlieren, wir haben zwei Phasen im Spiel, nach Ballverlust, wir gehen sofort im Gegenpressing und wenn wir das auch nicht schaffen, wir haben genügend Leute hinterm Ball, dass der Gegner uns sehr, sehr schwer ist auszuspielen und deswegen 0 Gegentore, praktisch nach Ballverlust. Und das ist ein Top-Wert. Und das macht eine Mannschaft sehr gut aus. Und das ist auch diese Balance, was unser Trainerteam und das auch die Mannschaft, das gehört auch viel Moral im Spiel, dass man auch die Jungs
sagen, das ist meine Position, da halte ich mich und das lasse ich den Gegner nicht, dass sie uns kontern können und deswegen ist es ein Topwert. Ich muss noch einmal den Finger in die Wunde legen. Was hat denn der Trainer für Alternativen? Wir hatten es nochmal damals besprochen, die Mannschaft hatte so eine Mischung aus Manndeckung, Raumdeckung, aber hatte beispielsweise keine Leute am Pfosten stehen. Wäre das eine Sache, wo du sagst, naja, bei Ecken zumindest stellen wir einen an den Pfosten oder was hat der Trainer da für Möglichkeiten? Spielen wir nur Manndeckung, nur Raumdeckung? Ja, wir haben genau so eine, das richtig gesagt, Lars, wir haben so eine Mischung zwischen ein Raumdeckung und Mann orientiert. Natürlich kann man auch sagen, wenn ich so ein bisschen dran erinnere, in Bochum haben wir schon 2 Standardstore bekommen. Ja. Ja, und das war auch einer, wo eine zweite Pfosten fällt. Kann man immer wieder sagen, muss man einen Mann da auf der zweiten Pfosten, wie auch früher war es. Manchmal früher waren erste Pfosten, zweite Pfosten besetzt. Aber heute ist so eine Mischung, das durch Raum und Manndeckung. Und ja, aber natürlich ist nur Konzentrationsfrage für mich den Standard. Okay. Es ist einfach, wie gehe ich an Mann, wo ist der Ball, wo ist der Gegner, wie eng bin ich am das ist Körpersprache, Körperkontakt, dass man auch dann, dass wir uns dann weniger in Standards Tore kriegen, weil dann entscheidet auch Spiele und dann am Ende, ja, dann fehlen die Punkte, dass man wir uns alle wollen, dass wir uns nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Das wäre super. Gut, dass du früher die Standards geschossen hast oder den Pfosten festgehalten hast. Vielen Dank, Erwin. Dankeschön. Während die Jungs von Trainer Oliver Glasner kurz vor dem Restrundenstart stehen, sind unsere Frauen erst mitten in der Vorbereitung. Derzeit wird geschwitzt unter der portugiesischen Sonne im Trainingslager und auch fleißig getestet. Und zwar gegen den VfL Wolfsburg. Da haben sie den amtierenden Meister mit 3:2 geschlagen. Das sind die Highlights. Das zweite Testspiel im Trainingslager an der Algarve-Küste wartet auf die SGE. Es geht gegen den Tabellenführer der Bundesliga, gegen die Wolfsburgerinnen. Wolfsburg insgesamt zu diesem Zeitpunkt dann die bessere Mannschaft. Balleroberung weit oben. Wieder Jons Dottir legt den Ball rüber. Und dann hier Pia-Sophie Wolter, wieder Stina Johannes, ganz stark dazwischen. Szene noch nicht zu Ende, der Schuss von Bremer an die Latte und dann war es soweit. Das 0:1 durch Pia-Sophie Wolter. Aber die SGE meldete sich zurück in der 43. Praschnika mit viel Auge für Geraldine Reuteler und das 1:1. Bezwingt hier Merle Frohms und sorgt für den Ausgleichstreffer. Insgesamt die Hessinnen mit vielen guten Momenten im ersten Durchgang, so dann eben auch durch Reuteler in dieser Szene. Und Wolfsburg auch mit Ball, selten mit wirklich zwingenden Momenten. Und dann wieder dieses schnelle Umschalten, der lange Pass nach vorne an Jomi. Kjercinek draußen, verschätzt sich, Nicole an Jomi, der Ball geht rein, 2:1. Die 74. Wieder ein Konter für die SGE und wieder mal Geraldine Reuteler, die anspielbereit war, die diese Szenen suchte. Alu rettet für Wolfsburg. Die Situation aber noch nicht zu Ende. Reuteler mit der zweiten Möglichkeit und dem 3:1. Doppelpack für sie. Sie krönte damit eine richtig starke Vorstellung. Doppelte Gelegenheit für Reuteler. Der zweite saß dann auch. Wolfsburg wollte sich aber noch nicht geschlagen geben. Die 77. und dann ganz ärgerlich ein Eigentor von Nüsken zum 2:3. Eintracht Frankfurt gewinnt mit diesem Ergebnis gegen den VfL Wolfsburg. Auch das zweite Spiel im Trainingslager endet also erfolgreich. Durchaus gelungen die Leistung auch heute des Teams von Nico Arnautis. Also ein toller Sieg für die Mädels von Trainer Nico Arnautis. Am 5. Februar geht es übrigens für sie los, dann gegen Meppen. Apropos Trainingslager, da waren ja letzte Woche unsere Jungs und da gab es die Kategorie Fragengeballer. Das war ziemlich witzig, denn da hat es dem einen oder anderen tatsächlich die Sprache verschlagen. Was ist dein liebster Anmachspruch? zum Glück muss ich das nicht mehr machen. Vervollständige folgenden Satz. Randall Kolo Muani ist? Ja. Ich hab nicht was. Boah, muss ich lange nachdenken. Muss ich irgendwas sagen? Ich sag jetzt einfach mal. Dortmund.
schwierige Frage, scheiße. Das hat meine Freundin mich auch gefragt. Aber was für Fragen, Baby Tom, ey. Wer die ganzen Folgen von Fragengeballer sehen möchte, schaut einfach mal bei Eintracht TV oder bei YouTube vorbei. Auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Kategorie. Tore ballern, das sollen auch unsere Jungs am Samstag beim ersten Heimspiel im neuen Jahr gegen den FC Schalke 04. Eintracht TV bereitet euch natürlich bestens vor. Matchday live, wie gewohnt, um 12.30 Uhr. Zu Gast unser Fußballgott Alex Meyer. Auch Eintracht FM wird es wieder geben mit mir und mit Manni Binz am Kommentatorenmikro. Also bestes Programm und beste Unterhaltung. Das war's hier von dem Herzen von Europa. Wir verabschieden uns, präsentiert wie gewohnt von Indeed. Wir drücken die Daumen. Samstag die ersten 3 Punkte. Ciao. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed. Stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi.